Ladies und Gentlemen, nun finden wir uns hier wieder bei The Lost Vikings, das wir vor über einem Jahr mal aufgenommen haben. Und dazwischen war auch noch eine Pause. Und letztes Jahr, da haben wir das gelassen, weil unser PC zu heiß war. Und das alles nicht so richtig gut gelaufen ist und wir keinen Ton mehr hatten und das nicht mehr geladen hat und so. Aber jetzt haben wir einen besseren PC, einen Laptop, um genau zu sein, und ein Headset. Ja, und jetzt fehlt uns sozusagen ein Splitter, damit wir auch beide unsere Stimmen aufnehmen können. Sonst sitzt mein LSR-Kumpel hier neben mir und man hört ihn mal durch mein Mikro. Und jetzt geht's weiter im Text. I've lost all faith in teleporting. Oh, we could swim from ship to ship. But Olaf, you can't swim. Maybe we can use him as a raft. So, und da wären wir wieder im neuesten Lost Vikings Level. Wegen der Aufnahme. Wegen der Aufnahme, ne? Keine Ahnung. Ja. Sollen wir das in der Einstellung immer etwas runterdrehen? Ja, schau mal. Geh mal auf 60 FPS. Und jetzt ist es wieder auf 30, du. Mach das mal auf Half Size. Oh. Ja, wir haben es nämlich auf Full Size und das ist ein Todesurteil. Sag mal. We still got 30. An der Stage, weil die so groß ist oder so. Da läuft's kurz gut und dann läuft's wieder schlecht. Wir müssen noch ein wenig rumprobieren, weil, naja, darum. Lass mal das. Könnte sein, naja. Dann mach ich jetzt mal folgendes, drück mal Q und wechsel zu Eric. Und geh mal. Fuck, man muss hier nach oben drücken, damit der sich festhält. So, und ich geh mal hier. Da komm ich durch, ne? Ja, genau. Alte Lost Vikings Logik, da kommen wir durch, indem wir. Da kam eine Kugel angeflogen und zwar mit ungefähr 5 km/h. Nein, PS3 habe ich hier und das. This doesn't work. Das haben wir ja schon mal probiert. Ja. Ich dachte, das wäre das richtige Modell, aber es war nicht das richtige Modell. Und das haben wir jetzt rausgefunden. Jetzt gehe ich mal hier durch die. Nicht öffnebare Tür, aber Eric kann ja hier oben drüber, nur die anderen brauchen. Aber Eric kann ja hier drüber. Und hat er dann die Kanone im Weg, oder wie? Ach stimmt, die kann man vorbeigehen, das ist kein Hindernis, ne? Kristallkugel und. Oh, jetzt wieder eine Rampe hier und ist das lang. Ich dachte, ich hätte jetzt einen guten Laptop, das ist enttäuschend. Ein Emulator. Naja. Ich mach einfach alles kaputt. Kann schon ein Falsch sein. Great. No chain reaction is no chain reaction. Und ist so. Oh, wie diesen Sprung timen muss, ist. Naja. Nein. Ich wusste, dass ich hier genug Platz habe. Ja, das ist aber so ein Grappling-Haken für Baliok. Mal gucken, was es hier unten gibt. Ja, und zwar sehr komisch gefärbte Quallen. Ah, hier ist wieder so eine lustige Kiste mit. Etwas Weißem. Boah, da kam noch welche von oben. Das hätte ich mal machen sollen, als wir hier noch hier standen. Ups, da hätten die anderen beiden jetzt auch. Ah, Bier, um meine Energie wiederherzustellen. Das wechselten wir mit R, E, E, X, Y, C, V, B, N, M. Du hast es immer irgendwie gemacht. Nein. Du hast es immer irgendwie gemacht und ich bin dann da. Z, T, K, L. Ah, gut zu wissen. Jetzt sind wir gleichzeitig im Menü und bin schon rausgegangen. Geh nochmal rein.
Den wir hier verwenden. Ja, ich weiß. Es geht aber erst, wenn ich im Menü bin. Nein, ich muss das hier ausmachen. Echt? Ja. Oh. Ah, reuse. Richtig. Keine Ahnung. Ich dachte, das Teterete wäre passend. Naja, ja, der absolut unsichtbare Durchgang hier, da gehen wir jetzt mal lang. Nein, der Ladescreen! Noch eine Kiste und noch eine. Da war noch ein Bier drin. Und eine Tarotkarte. Waren das alle? Ach stimmt, der Diamant, die Kristallkugel und die Tarotkarte, ne? Können wir einfach mal Solo Eric alle Items holen. Cool. Und Solo Eric alles Putte hauen. Dann werden wir den... Ja, ich muss jetzt erstmal Solo Eric wieder an den Start kommen. Und zwar möglichst ohne zu sterben. Du könntest mal auf mein... das Item machen, dann kann ich auf mein Bier wechseln und das auch trinken. Yay. Ah, jetzt können wir unsere Aufnahme wieder starten. Da ist gerade irgendwie Fraps abgekackt und wir konnten nichts mehr aufnehmen, aber das hat sich jetzt alles in Wohlgefallen aufgelöst. Und Olaf, stell dich mal hier an als Olaf oder so, weil da ist gerade so ein böser Pirat, ich glaube, der kann schießen. Genau. Dann wechsle ich mal zu ihm und mach die Almighty Fist of Almightiness. Komm nochmal einen Schritt näher. Der will... Alter! Das heißt, er bleibt immerhin außerhalb Reichweite von Faust. Okay, dann warte mal. Ich warte, bis er nach vorne kommt und hau dann episch durch sein Feuer... Und lass mich durch. Weißt du was? Bleib einfach da stehen. Okay, bleib einfach da stehen. Ich komme dann irgendwie mit Eric von der anderen Seite oder so. Ach stimmt, du kannst das ja. Stimmt, das ist mal ganz sinnvoll. Warte, 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 da kommt gleich eine Kanonenkugel. Wenn die gekommen ist, dann knall hart durch. Und dann nach oben, nach oben. What have I said? So, mal gucken, ob das jetzt nicht mehr abstürzt. Ja. Wenn das wieder tut, dann tun wir einfach mal jedes Mal auf 9 drücken, bevor wir was machen. Oh. Da haben wir nur so Kinderkrankheiten. Level wiederholen? Si, Senor. Leb uns mal wieder, nordische Göttin von irgendwas. Sims. Oder so. Das ist, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ich hab vergessen. Ja, die hieß irgendwie. So, Rito! I'm gonna make this shit open, bevor wir da nicht mehr zurückkommen. Ah, letzte Stufe, ich hasse sowas. Wenn man im letzten Bild diese Animation gefangen ist und dann nicht wundert, warum man nicht mehr weiter kann. So, du musst jetzt hier stehen bleiben, oder? Ah ne, du musst ja reinpunchen. The road is now open. Search for that which you long for. Ja. Shoot it already! Stimmt, da war... Ah, der andere Weg. Soll ich mal aufmachen, du kannst durch. Muss man von der anderen Seite machen. Ja, aber das ist irgendwie Selbstmord, oder? Egal. Yeah! Da ist auch so ein Angelpunkt für dich, aber das ignorieren wir mal gewohnt. Ah, jetzt haben wir den Fahrstuhl angemacht. Jetzt kommen wir auch wieder zurück. Himmelarsch! Ich weiß genau, dass genug Platz ist. I failed in my combo. Für was sind die eigentlich die restlichen Kisten? Sind die dafür, dass Olaf hochkommt oder so ein Käse? So, okay, der erste Druck holt die Kamera. Du fahr mal hoch und runter und werd seekrank oder so und ich, ich will nicht darüber den umbringen, der bringt mich um!
Ich muss hier aufmachen, damit Olaf. Der kann ja über das Wasser sich rüberpupfen. Muss man galant zu sagen. And why the hell is this here? Lass mal zerhauen. Like this. Now I've got enough space here. Wenn das mal nicht falsch gewesen ist, aus irgendwelchen Gründen, ich habe keine Ahnung, ist doch egal. Vielleicht war das auch für dich, dass du dich da hinstellen und ich glaube, du solltest dich da rüber schießen, dann mit dem Angelpunkt rüber, aber wir haben es wie coole Leute gemacht, glaube ich. So, hier kannst du... Ja, doch, kannst du. Ah, das Schwingen haben wir 19 drauf, ha? Ich wollte gerade sagen, springen und mach geradeaus. Get over here, you bitch! So, ich mach jetzt mal... Ich mach jetzt erstmal Solo Eric Adventure. Zunächst hier lang. Da kann ich aber versuchen, den Typ umzubringen, ohne zu sterben. Ich kann mir ein Bier einpacken. Anfangen. Reicht schon! Olaf kann mit seinem Indestructible Schild einfach durch den durchlaufen und dann darunter durch. Der muss den gar nicht umbringen. Wir haben gar kein Verlangen nach, irgendwelche Leute hier umzubringen. Wir sind Pazifisten. Wir brauchen keinen noch mehr Tote auf der Welt. Haben wir schon genug. Afrika für Hunderttausende von Menschen. Olaf ist einfach nur fett. Ein weiteres Bier. Ich scherze aber darüber. So, das ist wieder was für dich, was auch immer das bewirkt. Aber es ist für dich. Diese Kette. Ah, die zieht was. A chain is only as strong as the weakest link. Hello there, Kirby. Ich glaube, das macht die Tür auf oder so. Oder das Feuer aus. Schaltet er das Feuer aus? Ah, hier. Da kommst du zu mir rüber. Wenn du nicht stirbst, kannst du auch die Kamera nehmen, wenn du willst. Auf gar keinen Fall länger machen. Sweet! Das ist für... I beg your pardon? Get us back! And that changed what? Ja. Dreckiges Design. Ich hätte, die hat irgendwas Böses gemacht. Silverkey, die haben Stock so geholt, oder? Sicher. Erstmal rausfinden, was der Pupsknopf ist. Und dann lag eine kleine Pussy da durchlaufen. Mit unten, unten, unten! Insta-Grove mit Leiter hoch. Ich bin schon auf dem Weg. Du bleibst mal einfach nochmal stehen und wartest, du kannst eh nichts mehr machen. It's not over yet. Ich hab grad gemacht, das auf. Gut, dass das nicht so ist. Deshalb kann ich jetzt unter Wasser atmen. Die Nase. Die Nase, die wirkt wie ein... wie heißt das? Ich kann ja mal nicht... Also ich könnte jetzt hier den... Wir sollten ihn mitnehmen. Dann stell dich mal auf das Ding da. Hast du voll verdient. Let us carry upward! I said us. Meine Kamera. Schwanzlutscher.
Alter!